Willkommen zu unserer kleinen Online-Andacht am Ostersonntag. Ostern, das ist für uns Christen das wichtigste Fest im Jahr. Sogar noch wichtiger als Weihnachten, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick vermutet. Denn an Ostern passiert was ganz Neues. Etwas, was es vorher so auf dieser Welt noch nicht gegeben hat. Jesus, der Sohn Gottes, erstirbt. Wird von den Machthabern der damaligen Zeit ermordet. Aber, und das ist das Spannende und das Neue, er bleibt nicht tot. Er steht wieder auf, wird wieder lebendig. Was und wie das genau vor 2000 Jahren vor sich ging, das ist ein großes Geheimnis. Und das wird auch immer ein großes Geheimnis bleiben. Aber ein Geheimnis, das die ganze Welt verändert hat damals und sie bis heute immer wieder verändert. Denn was mit Jesus damals passiert ist, das soll auch mit und für uns passieren. Unsere Hoffnung und unser Glaube ist eben, dass mit Ostern etwas ganz Neues passiert. Im Großen, also dass mit dem Tod auch unser Leben nicht endet, sondern dass wir bei Gott leben, auch dann, wenn wir sterben. Aber runtergebrochen auch im Kleinen. Etwas, was jetzt so in unserem Leben passieren kann. Ostern ist für mich, wenn was Neues beginnt, wenn was Neues entsteht. Vielleicht ist ein kleiner Ostermoment, dass ich seit kurzem Pastor hier in Ostholz-Scharmbeck bin, dass ich das hier sein darf und dass für mich hier etwas ganz Neues beginnt. Mit ganz vielen neuen Menschen, die ich kennenlerne, und ich bin sehr dankbar für die Freundlichkeit, die ich bisher erfahren habe. Wie es werden wird, das kann ich noch gar nicht sagen. Was vielleicht auch entstehen kann, keine Ahnung. Aber ich habe die Hoffnung und ich vertraue Gott, dass es für mich gut wird, hierbei und mit euch. Was bedeutet Ostern für dich? Für mich ist Ostern das Osterfrühstück mit meiner Familie. Da es seit Jahren schon eine Tradition bei uns ist.
Für mich ist Ostern wie Neujahr, so ein richtiger Neuanfang. Der Frühling beginnt, man sieht die Familie wieder und man darf feiern. Für mich bedeutet Ostern Familienbegegnungen und Neuanfänge und natürlich die ganzen Ostertraditionen. Ostern, etwas Neues beginnt. Auch für uns als Kirchengemeinde Villa Hardy beginnt was Neues. Denn hier an dieser Stelle, wo ich hier jetzt stehe, da wird in Zukunft irgendwann das neue Begegnungszentrum stehen. Gemeinsam mit dem Kirchenkreis, der Diakonie, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadt entsteht hier an dieser ganzen Seite etwas Neues und etwas ganz Einmaliges. Ein neues Zentrum mitten in der Stadt. Einladend für alle. Ein Ort zum Ausprobieren, zum Kreativsein und Werden und ein Ort für Begegnung untereinander und miteinander. Noch sind wir mitten in der Planung. Wie soll es aussehen von außen und was soll innen drin eigentlich ganz genau passieren? Aber ich glaube, dass dieser Ort, dieses Zentrum unsere Kirchengemeinde verändern kann. Und ich hab die Hoffnung, dass es ein großartiger Ort auch für die Stadt sein kann. Ein Ort für euch. Ein Osterort. Und von diesem Osterort mitten in der Stadt wünschen wir euch gesegnete Ostern und bleibt schön behütet. Deine Liebe, take me home.